Posi, hast du gesehen, was dein Bruder macht? Der beobachtet Vögelchen. Nee, du kannst jetzt nicht. Da waren ganz viele Tauben. Die kommen wieder, Schatz, weiter. Das sind sie. Sind die überall hier? Ja? Nein. Sitzen die hier? Direkt vor deiner Nase? Und du kannst sie nicht essen? Aposchi, hast du das gesehen? Sag nein. Ich habe mich nur für mein Papierchen interessiert. Und du, Cosmo? Wo sind die Vögelchen? Wo sind die Tauben? Los, sag. Sag. Draußen. Ja. Nee, hier gehen wir nicht. Guck mal, wir sind hier direkt mitten in der Stadt. Hier gehen wir keine Vögelchen jagen, okay? Nur im Wald. Jetzt hast du sie aufgeweckt. Manu, mach das Licht wieder aus. Hier ist ein bisschen laut vielleicht, Katzi, oder? Guten Morgen an alle zusammen. Ich habe keine Ahnung, wann ihr dieses Video zu sehen kriegt. Das hier, also Schweden, ich habe noch nie... Oh doch, ich habe schon ein Land gesehen, welches genauso schlechtes Internet hat. Deutschland. Das ist furchtbar. Wenn man irgendwie aus einem Dorf oder Stadt rausfährt, das war's. Und in manchen Dörfern auch nicht. Ja, gestern habe ich versucht, auf Instagram ein Video hochzuladen. Das hat mir komplett alles zerschossen. Und ich konnte irgendwie 4 Stunden nicht merken, dass das eigentlich scheiße ist, was ich da hochgeladen habe. Und dann denke ich mir, ah, so passieren also diesen ganzen Influencern diese komischen Fauxpas, für die sie sich dann schämen. Ich denke mir so, ich bin noch froh, dass bei mir so zwar das richtige Video, aber komplett schief hochgeladen wurde. Aber dafür eben nicht irgendwelche anderen peinlichen Sachen, die ich aufgenommen habe. Gut, ich nehme keine peinlichen Sachen auf, aber zum Beispiel Fotos und Videos von meiner Tochter. Deswegen habe ich gesagt, wir gehen da lang. Ja, siehst du? Und wenn die dann versehentlich hochgeladen werden und ich habe hab kein Internet, um das zu löschen, boah, das wäre richtig asozial. Deswegen immer aufpassen. Ja, aber diesmal konnte ich gar nichts dafür. Das hat, ich habe das richtige Video hochgeladen, aber das mangelnde Internet hat komplett irgendwie alles zerschossen da. Ja, wir gehen jetzt hier an einem Rastplatz spazieren. Hier haben wir auch übernachtet, das war okay. Doof ist halt, dass man den Müll hier immer einzeln reinwerfen muss, dass man nicht seinen ganzen Müllsack einfach reintun kann. Verstehe ich nicht, warum die das machen. Wo ist denn das Problem? Ich meine, ob ich jetzt den Müll einzeln reinmache oder ob ich meinen Müllsack da reinmache. So, wie... Also, gibt es da einen Grund für? Ja, ansonsten ist es hier echt süß. Guckt euch das an. Man kann hier einfach frühstücken, richtig schön, wenn es nicht so kalt wäre. Gut, dadurch, dass die Sonne scheint, ist es heute nicht so kalt. Mit Katzi kann man hier schön laufen. Aber ich denke mal, in der Hochsaison wird hier einiges los sein. Und da wird es wahrscheinlich nicht ganz so einfach sein, mit Katzi zu laufen. Ich frage später Apollo, ob er auch Lust hat, rauszugehen. Hier ist es ja eigentlich ganz angenehm, außer die lauten Autos da hinten. Das ist nicht so angenehm. Und es gibt viel Rasen für Cosmo. Das ist auch gut. Weil wenn wir nur im Wald spazieren, da gibt es nicht so viel. Wir könnten ja dem Pfad da entlang gehen. Ja, muss Cosmo sagen später. Ich dachte gerade, da ist jemand ausgestiegen. Ja, und es war nachts wohl auch ziemlich kalt, weil hier der ganze Rasen da hinten gefroren ist. Und... Wir gehen weiter, okay. Schauen wir mal, was hier abgeht. Hallo? Katzi? Wo bringst du mich hin? Darunter will ich nicht gehen. Guck mal, du hast hier so viel schönen Rasen. Wieso müssen wir in den tiefsten Wald gehen? Und es war heute klarster Himmel. Und wunderschön. Und wir haben keine Nordlichter gesehen. Dafür sehr, sehr viele Sterne. Das war auch schön. Aber keine Nordlichter. Vielleicht sind wir auch schon wieder zu weit unten.
und der KP-Wert war heute nicht so bombastisch. Deswegen denke ich mal, dass das daran liegen wird. Und gestern Abend haben diese Katzis so süß gekuschelt. Habt ihr das gesehen? Das war richtig niedlich. Ja, wir fahren heute weiter. Ich denke Richtung Karlstadt? Ich weiß nicht. Ich kann das nicht so gut aussprechen. Auf jeden Fall nicht Karlstadt, den wir kennen. Und da waren wir schon mal. Da waren wir letztes Jahr, als wir hier die Hütte da gemietet hatten. Diese Glashütte, diese fancy Glashütte. Ja, haben uns kurz überlegt, die nochmal anzumieten, dann für eine Nacht oder so und dann nochmal vorbeizufahren, deren Boot zu nutzen, vielleicht nochmal die Sauna, wenn die schon fertig ist. Und dann haben wir gemerkt, wir haben leider gar keine Zeit, irgendwie anzuhalten, bei irgendwem vorbeizufahren oder also wir müssen eigentlich nur zusehen, dass unsere Katzen ausgelastet sind, mit denen spazieren gehen und alles. Gucken, dass wir menschenleere Orte anfahren dafür. Und das war's. Ansonsten nur schnell nach Hause, weil irgendwie haben wir das mit der Rückfahrzeit nicht ganz so gut einberechnet. Wir hätten uns dafür wirklich mehr Zeit einplanen sollen. Aber dann hätten wir viel weniger gesehen. Und das will ich ja auch nicht. Ich will ja so viel wie möglich sehen, wenn ich schon da bin in diesem Land. Weil ich denke mir so immer, okay, hier bist du mal gewesen, du fährst hier nicht nochmal hin. Eigentlich wollen wir schon hier nochmal hinfahren. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Es gibt dann noch dieses Land und dieses Land, was man besuchen möchte. Ja, es ist immer alles schwierig. Naja, jetzt müssen wir auf jeden Fall durchheizen, wenn Katzi aufgegessen hat. Guck mal, Cosmo, die ganzen Vögelchen schreien dich wieder an. Du sollst aus ihrem Wald weggehen. Die sagen, wir wollen hier keine Katzen. Wir haben hier noch nie Katzen gesehen und wir wollen hier auch keine Katzen sehen. Du willst bestimmt unsere Eier und unsere Federn. Und Cosmo so, nein, ich will nur eure Schenkel. Vielleicht auch ein Flügel. Jedenfalls sind sie sehr aufgeregt, die Vögelchen, hier eine Katze zu sehen. Katzi, für dich ist das hier gar nichts mehr Besonderes. Ich habe schon so viele Vögel auf meinem Weg gesehen. Puh. So, Katzi, wie sieht's aus? Es ist ein wunderschöner Tag. Wir wollen noch ein paar Kilometer machen heute. Zwischendurch werden wir natürlich auch anhalten, damit du in einem anderen Wald spazieren gehen kannst. Gestern, als ich mit Apollo spazieren war, da waren wir auch bestimmt eine halbe Stunde draußen. Und ich habe aber nicht so lange gefilmt, weil ich Fotos gemacht habe. Es ist halt so eine Seltenheit, dass Apollo mal rausgehen möchte, dass ich direkt Bilder machen möchte. Ich habe immer so viele Bilder mit Cosmo, aber mit Apollo immer so wenige. Es liegt daran, dass er sich nicht ganz so oft vor der Kamera zeigt. Komm, Katzi, wir gehen schnell nach Hause. Wir sind bestimmt auch schon wieder seit über 30 Minuten draußen. Aber ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wann wir rausgegangen sind. Dadurch aber, dass meine Hände bald abfallen vor Kälte, weil ich hier die ganze Zeit die Leine halten muss, fühlt es sich so an. Aber Katzi scheint noch lange nicht fertig zu sein. Ist ja auch viel zu schön hier. Na, warte ab, bis hier mal ein Auto reinfährt. Dann ist plötzlich gar nicht mehr so schön. So, ich habe Boschi gefragt. Er sagt, er möchte lieber was essen, statt spazieren zu gehen. Vielleicht beim nächsten Halt dann. Wir machen ja immer nur 1,5-2 Stunden am Stück. Und dann Pause.